Trainer. Manchmal werde ich in der Schule ausgelacht, weil ich keine modernen Klamotten oder Schuhe anhabe. Abraham Lincoln lernte auf dem Schoß seiner Mutter die Wahrheit zu sprechen und sich mit Selbstrespekt und Würde zu benehmen, ungeachtet seiner finanziellen Lage. Als der kleine Abraham seiner Mutter erzählte: Mama, ich schäme mich, dass ich im Kreise meiner Freunde alte, abgetragene Kleidung von anderen tragen muss. Sie lachen mich aus und wollen mit mir nichts zu tun haben. Deshalb stehe ich oft alleine da und niemand schätzt mich als Freund. Ja, sie wollen sich nicht mit mir unterhalten. Ich bin zu gering für sie. Mein lieber Abby, du brauchst dich nicht zu schämen und dich schlecht zu fühlen. Armut, auch wenn es andere stört, hilft dir, irgendwann großen Respekt zu erwerben. Sie hilft dir jetzt, mehr den inneren Dialog mit deiner Seele zu führen, und dadurch hast du beste Führung. Die anderen Freunde würden dich nur ablenken. Später erklärte Lincoln: Ihr respektiert mich möglicherweise nicht, aber Wahrheit könnt ihr nicht respektlos oder geringschätzig behandeln. Sie wird sich triumphierend erheben. Er ging weiter auf dem Weg der Wahrheit und des Selbstvertrauens, den seine Mutter ihm gelehrt hatte, und wurde Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich ist es so, dass jeder, der von seiner Mutter gesegnet wird, sich sehr erfolgreich zeigen wird. Aufgabe: Zeige gutes, charaktervolles Verhalten und deine Mutter wird glücklich sein.